Sag mal, so viel Knoblauch werden wir da nicht riechen, wenn wir auf die Party gehen? Nein, nein, essen Sie nachher Petersilie oder... Ah, Petersilie, ne? Das ja, hilft. Oder... gibt Kaffee. Diese, Kaffeebohnen beißen? Bohnen oder auch Pulver. Ah, das unangenehm. Ich nicht. Na, das muss jetzt sehr heiß werden. Das muss also. Das Ganze wird am Ende Spaghetti Vongole. Vongole, Polypi. Ah, das sind kleine Tintenfische. Ja, Tintenfische ja. Und Scampis. Also ich kenne es ja nur Vongole und auch nur mit Weißwein. Und das hier ist eine rote Version mit Tomaten. Ja, genau. In Neapel machen sie rot. Mhm. In Mailand machen sie es weiß. Weiß, genau. Und du machst es rot für mich. Ja, da meine Gouvernante eine Napolitanerin ist. Ist das die berühmte Maria? Ja, die berühmte Maria. Die kocht ja auch für dich, aber du kochst trotzdem auch selbst. Ja, ja. Ich koche österreichisch. Ah, du... Na, aber heute ist das nicht österreichisch, ja, ja, bitte schön. Das ist auf Österreich. Das ist am Ende, wenn wir sehen, was draus kommt. Ja. Also lassen wir es ein bisschen kochen. Ja. Wir müssen jetzt ja dann die Spaghetti reintun. Das Wasser muss er ja kochen. Ja, das kocht schon. Sollen wir die schon reintun? Man soll nie einen Deckel verwenden. Nein, nein, den hätte ich ja jetzt auch gleich weggenommen. Stellt einfach hierher. Bei mir ist alles pflegeleicht. Ja. Die Spaghetti brauchen 7 Minuten. Dann muss ich anfangen. Warte mal. Wo fangen wir an? Ah, das sind die ersten. Die kleinen Tintenfische. Die hast du schon zerschnitten. Länger Zeit. Ne? Sind diese ganz kleinen, ne? Die lassen wir das mal. Ah, oh, sprich, pass auf. Soll ich denn die Spaghetti schon mal reintun? Was meinst Nein. du? Noch nicht? Einen Augenblick doch? Das spritzt, pass auf, das spritzt. Ja, oh, ein bisschen spritzen. Ja. Schau, ich sag immer, das Reinigungsgewerbe will auch leben. Ne? Die müssen doch auch ein bisschen. Bisschen Salz. Da war schon Salz. Du hast schon ein bisschen Salz reingeben. Nein, ich habe ja so wenig dazu. Na, dann machen wir kein Salz hier. Genau. Wenn du zu viel Salz hier hast. Genau. Jetzt müssen die kochen. Das spritzt. Ach wo, gib mir etwas Peperoncino rein. Ah, ein bisschen. So. Ich mach ein bisschen runter. Ups, siehst du? Ja, das hat gespritzt. Die Peperoncini. Ja. Ganz geil. Ein bisschen kleiner. Cosa viene adesso? Ich glaube jetzt... Ein bisschen Petersilie, ganz wenig. Petersilie soll nicht zu viel braten. Sehr schön. Und dann, ne? Warte. Jetzt machst du, glaube ich, die Vongole rein. Ja, du löst die aus. Also ja. Oft im Lokal kriegt man sie mit der Schale. Ja, das haben wir Mach am auch. Ende. Also hast du auch ein paar für die Optik. Zum Schauen. Ja. Das sieht schön aus. So, jetzt mache ich dir mein... Schicke Restaurant. Da mein Buttoni. Guck mal, ist das nicht schön? Ja. Dankeschön. Du, was war das? Das war ein... Jetzt werden die... Ich muss die jetzt ein bisschen... Das war ein... So. Jetzt muss das natürlich kochen, das ganze Zeug. Jetzt müssen die auch kochen. Ich stelle mal die Uhr auf 7 Minuten. Das kocht. Soll ich es ein bisschen höher machen? Ja, ein bisschen, ja. Ne? Schnell, so. Schnell. Tickt die Zeituhr, ja, tickt. Siehst du, jetzt muss ich das ein bisschen nachstechen. Ja, die kommen gleich. Okay. So, alles wunderbar. Das sieht schon gut aus und das riecht. Ja, warte, jetzt kommt die Tomate. Kochst du denn auch für Gäste? Du weißt doch, was? Ich muss mit der Hand machen, entschuldige. Ja, bitte, kannst du gleich waschen. Sie gewaschen. Ja, und du kannst sie auch gleich waschen. Ich muss zerdrückt werden. Ja. Toll. Das ist also die rote Version. Ja, genau. Napolitanisch. Ja. Entschuldige, dass ich meine Hände benutze, aber... Du, in der Küche benutzt man sehr viel die Hände. Nein, ich war heute Nachmittag Maniküre und Pediküre. Also damit alles schön ist. Ja. Ich bin sauber. Ich gebe dir gleich ein bisschen... Ich muss mich abwaschen. Papier, naja, damit du bist, du dorthin kommst, ohne... Ja, entschuldige, was soll ich mit meinen roten Händen machen? Danke. Und dort kannst du waschen? Hast du keinen Hangerl? Was? Kannst du die Hände waschen? Willst du sie waschen? Nee, nächstes Mal bringe ich der österreichische Hangerl. Was ist das? Hangerl. Kochentücher. Kochtücher. Haben wir bestimmt auch, aber ich brauche das nicht. Nein, so. Nein, man braucht alles im Leben. So, na wunderbar. Na warte. Na, das sieht doch schon sehr gut aus.
Hervorragend. Es sieht gut aus. Aber ja, und riecht gut. Doch, doch. Der Knoblauch ist drinnen. Ja. Der Bonchino ist drinnen. Und, Na, Prost. Warte, warte. Ah, Salz haben wir vergessen. Salz steht hier. Na, ich muss wissen, wie Salz. Das ist ja salzig, glaube ich. Die habe ich ja gesalzen. Das ist okay. Da habe ich sehr viel Salz reingegeben. Ich habe genug. Ah. Und du musst das ein bisschen salzen. Pfeffer. Weiß oder schwarz? Schwarz. Ist das eine schwarze? Ja, die große. Ist ein Riesending, ne? Sag jetzt nicht, woran du denkst, bitte. Nein, ich denke an nichts. Gut, umso besser. Ich will nur nicht, dass du umsiedeln musst. Du brauchst einen Müllwagen. Das ist ein Geschenk von einer Dame. Dankeschön. So, du kannst es wissen, brauchst du das? Pass auf, das muss jetzt wirklich so sein. Du musst in Ruhe lassen, ne? Du bist ja... Ich brauche eine Gabel. Spaghetti. Die. Ja, die sind noch nicht so weit. Nee. Ist zu kurz. Nein, schau, ich sehe es ja von der Weite. Ja, die. Nein, mit die Uhr kannst du vergessen. Uhr kann ich vergessen. Ja. Gut. Das ist automatisch. Schmeiß ich einfach durchs Fenster. Genau, raus. Ja. Du bist ja auch aus einem... Ist das nicht ein gastronomischer Haushalt gewesen, deine Eltern oder was? Ja, meine Eltern hatten noch Hotels. Ein Hotels, ja. Mein Vater und meine Mutter. Ja. Du hast aber nicht Koch gelernt. Du hast nicht Koch gelernt. Ich war in der Hotelakademie, ja. Hotel, da muss man ja auch ein bisschen kochen lernen, ne? Ja, das ist selbstverständlich. Furchtbar. Nein, aber ich war eben in der Patisserie. Bei den süßen Sachen. Naja. Lecker. Süße Sachen. Torten. Weißt du, wie man im Schwäbischen sagt? Ich war der beste Gast. Ja, das glaube ich. Naja, aber... Jetzt, was bereitest du für mich vor? Entschuldige. Ich mache für dich ein Zitronenlamm. Und zwar Lammfleisch mit ich habe da alles schon vorbereitet, mit Schalotten und mit wunderbaren Gewürzen. Und zum Schluss kommen dann filetierte Zitronenstücke rein. Und ich habe auch schon eins fertig, weil ich ja, es muss 45 Minuten, du kannst es ja sozusagen 1:1 machen, weil das so schnell geht, ne? Ja, so schnell geht es nicht, siehst du. Naja, aber trotzdem, wenn die Spaghetti fertig sind, bist du da auch fertig. Meins dauert ein bisschen länger, aber das Zubereiten geht ganz schnell und dann muss es nur 45 Minuten schmurgeln. Deswegen haben wir ein fertiges. Pass auf. Wie weit sind wir mit den Spaghettis? Noch, die brauchen noch ein bisschen. Spaghetti? Schau sie an. Die Italiener sagen Spaghetti, nicht Spaghetti. Wirklich? Sind noch ein bisschen hart, glaube ich. Obwohl, sie werden ja auch etwas nachgaren in deiner Soße. Also wir dürfen sie nicht zu weich machen, oder? Sind zu hart. Sind gut? Noch zu hart. Bäh. Wolltest du ein bisschen deine Soße salzen? Ich biete dir Salz. Hier ist kein Salz. Na, da ist schon. Nur die Soße etwas, ein bisschen. Etwas Salz dazugeben. Ja, wunderbar. Ich würde auch die Soße kosten können. Bitte schön, dort ist eine Schublade. Bom. Ja, und da sind Löffel. Nimm mal einen großen. Soll ich es ein bisschen kleiner stellen? Nein. Ist gut so? Das muss ich wieder etwas höher stellen. Also koch. Wenn ich mir heute Nacht die Zunge verbrenne, du. Bitte nicht. Ich bin ja sehr empfindlich mit Hitze, mit heißen Sachen. Hör auf. Ich kann nur lachen. Ja, ich kann das sowieso nicht probieren. Aber sag mal. Zucker. Zucker. Ist zu sauer. Kannst du denn auch österreichische Sachen? Oder lässt du dann deine Mama kommen? Ich habe in deinem Buch gelesen, dass wenn es dir nach österreichischem sozusagen ist, dann holt Wiener Schnitzel und so. Dann kommt die Mama und kocht die Sachen und bringt auch einiges mit, was man in Rom nicht kriegt. Ist das nicht so? Toll. Nein, es kommt einer so und so aus Deutschland. Guck dir die Spaghetti an. Du entscheidest. Na, ich sehe schon. Du entscheidest. Uff. Jetzt kommt darauf an, wer es essen will. Na, wir. In 30 Sekunden. Ja gut, ich halte mich ganz an die Anweisungen. Ja, ich tue es schon raus. Und was? Ah, jetzt kommt am Ende. Ah, das ist neu, das kenne ich nicht. Gambri, das kenne ich nicht. Am letzten Moment. Das sind diese kleinen Scampis, ganz kleine. Genau, so ist es. Siehst du? Etwas größer als die... Krabben, das kommt weg, Schmutzwäsche, schmutzig. So, du hast gesagt 30 Sekunden, also weg. Die sind um. Ja, weg, also weg. Pass auf, verbrenn dich nicht. Nein, ich muss jetzt nur, du musst eigentlich, glaube ich, die Pfanne herbringen. Du fragst doch nicht. Ich lebe nicht hier.
Nein, nein, ich meine nur... Nein, das ist gegen das Geruch. Ist das? Ah, das ist Milch. Milch damit für die... Damit wir Hände waschen, damit man nicht stinkt nach Knoblauch. Schon toll. Also jetzt brauche ich ein schönes Teller. Da. Du, pass auf, muss man kurz hier, probieren. Null. Zuck, null, null. Pass so. Auf. Willst du das alles hier rein? Ja, klar. Dann pass auf, dann mache ich dir das aber noch ein bisschen warm. Si, chi parla? Pronto? Guck mal. New York, die wollen sich mit New York mit dir sprechen. Aha, ich dachte... Ja, ist besetzt momentan. Dankeschön, tschüss. Schau, ich mache das ein bisschen warm mit dem Wasser. Das ist eine gute Idee. Weißt du, sonst ist es so kalt. So, ja. Jetzt kannst du... Na, ich arme du. Alles reintun, was du willst. Jetzt pass auf. Hast du ein Sieb? Ja, was für ein Sieb? Komm, das kann man auch nicht anfangen. Okay. Ja, das ist heiß. Ach so. Geht das? Na, ich habe Erfindungen, du. Ja. So. Wunderbar. Ui, ui. Mein lieber Mann, das sieht ja lecker aus. Ist ja für eine ganze Kompanie. Aber darf ich dir dazu aus deiner neuen... Au! Heiß, heiß, heiß. Weißt du warum? Weil es Gas ist. Gas. Darf ich dir dazu aus deiner neuen Heimat Italien einen ganz besonderen Wein kredenzen? Denn dazu muss ein Schluck. Obwohl zu dem, nee, das machen wir nachher zum Lamm. Den roten Essen trinken wir zum Lamm. Ja, genau, hier bleiben wir beim Champagner, oder? Genau. Wunderbar. Jetzt mache ich das fertig, pass auf. Das ist sei vorsichtig, das ist heiß. Lecker, lecker, lecker. Das tust du jetzt drauf. Das gebe ich hier her. Da. Zu viel Schmutz. Hast du alles, ich bin was nicht du gewohnt, wolltest? Da du wolltest doch, da hinten sind, hast du noch so mit Muscheln, hast du mir vorher gesagt, die kommen auch noch drauf. Aber die kommen dann hier drauf. Warum willst du immer alles verraten? Weil du es vorher schon gesagt hast. Ich passe sehr dein gut Sekretär auf. Dein Sekretär hat gesagt. Passt sehr gut auf. Ah. Ui, 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 ui. Fantastisch. Ich glaube, wir brauchen eine Marie, eine Angestellte. Oh, nein, du kannst das doch hervorragend. Jetzt brauche ich etwas umzudrehen. Ein Platz. Komische Geschirr. So. Marie. So. Jetzt wolltest du das noch drauf tun? Warte, ungeduldiger Mensch. Das noch drauf tun? Ich stelle dir das ja nur hierher. Ja, das ist nett. So. Weil wir brauchen ja ein bisschen Platz zum Essen. Für dich, hier. Ja, ich weiß. Nein, ich das bin auch. Kein Egoist. Aber zum Essen. Wir wollen doch jetzt erstmal probieren. Ja, warte, warte. So. Warte. Weg. So. Wo sind meine Muscheln? Habt ihr alles hingestellt? Die müssen gesiebt werden. Ja, mach mit der Hand. Ich habe irgendwo auch ein Sieb, aber Chaos. Bis ich das gefunden habe, hast du die... Ah, toll. Das sieht natürlich wunderschön aus. Fantastisch. Und jetzt kannst du das draufgeben. Danke. Dass sie nichts ausmacht. Assistieren. Naja, also... Jetzt bin ich fix... Naja, also jetzt hör mal, das ist doch sensationell, wie das ausschaut. Jetzt bin ich fix und foxy. Bist du fix und foxy? So, jetzt holen wir zwei schöne große Teller. Du musst es bestellen. Jetzt kommst du dran, ne? Ja, jetzt essen wir. Ich esse ja immer im Stehen. Jetzt gebe ich noch was drauf für meine Feinde. Um Gottes Willen, hör auf, nicht so viel. Das ist gemein. Das ist gemein. So. Ah, so. Pass auf. Na, jetzt müssen wir die Hände waschen. Hände waschen? Ich habe nichts gemacht. Mit Milch, ja. Ich bin ja nicht an den Knoblauch gekommen. Ja, genau. Du musst die Hände waschen. Ich nicht, du. Mit Milch. Damit wir zur Party gehen können. Ja, genau. Nein, so riechen. Ja, damit wir nicht stinken. Damit wir nicht stinken. Perfekt. Ich brauche noch was anderes. Damit ich ein bisschen von der Soße. Ja, ein bisschen Soße, ne? Ja. Ja, das geht nicht. Nein, ich hab's schon gesehen. So. Von uns? Ja. Darf ich dir helfen? Bitte. Na, das können wir eh so viel. Das reicht ja. Jetzt fängst Mach du den an, zweiten. Bitte. Schau. Toll. Von unten musst du nehmen. Ja. Und wir in Italien essen nur, die Gäste bekommen die Sache von oben. Und ihr esst das unten. Am Ende. Das ist aber nicht sehr nett. Na gut, aber warum nicht?
Und was überbleibt, kannst du eine Omelette machen. Ach ja, wirklich? Ja, kalt, am nächsten Tag. Frutti di mare, Omelette, ja, Frutti di mare. Oder machst du Eier, legst die Eier und machst eine Frittata. Frittata, ja. Ja, toll, guck mal. Also man schmeißt nicht weg. Weg, 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 weg. Mach du es selbst, sonst sagst du, ich hab dir nur von oben gegeben. Ja, ich bin ja Gast, ist okay. So. Fabelhaft. Darf ich dir etwas sagen? Ich nehme doch das für die Spaghetti und du nimmst das andere für die Soße. Ja, wir beide zusammen, das ist ein Chaos. Aber schau, das ist ganz einfach, wirklich. Ich hol dir noch ein bisschen Soße von. Und sehr gesund. Ja, hast du eine Gabel zufällig? Ich habe sie für dich hingelegt. Ach, das ist nett. Also, erstmal herzlichen Dank für dieses wunderbare Gericht. Aber richtig gewürzt. Wir haben vergessen, das Brot zu toasten. Du, das kann man auch so essen. Wir machen nachher ein Bruschetta. Genau, siehst du, die Soße habe ich schon vorbereitet. Dann muss getoastet werden. Aber jetzt essen wir das erstmal. Das ist ja schon mal eine. Das ist ja schon abendfüllend, hör mal. Toll. Na, es kommt drauf an. Sehr lecker. Es ist nicht scharf genug, oder? Es ist genau richtig. Mir ist es genau richtig. So. Wenn du es schärfer bist, dann tue ich es noch. Willst du mich rausschmeißen, oder was? Also, bist sehr höflich. Dankeschön. Chin, chin. Jetzt setzt du dich am besten auf den Stuhl. Jetzt muss ich neben den Herd. Ja, und du schaust mir zu, was ich mache. Hast du Servietten? Ja. Für den Mund, meine ich. Was? Ja, hier. Ach, ja. Sehr einfache. Aber vom Hotel Excelsior. Ja, ganz schick. So. Also, was... Also, pass auf. Schau, das ist unsere Vorspeise. Das war die Vorspeise und ich mache das Hauptgericht. Pass auf, nehmen wir das mal weg. Ja. Hast du dich denn angestellt, wie du ein bisschen sauber macht hier, da? Ich habe, ja, ich habe jemanden, der mir sauber macht. Na, ich habe meine, Maria. Brauchst du noch? Maria! Präveniere, poliere. Reinigen. So. Doch, da werden wir schon jemanden haben. So. Warte, das muss man. Also. Darf ich meine Spaghetti fertig? Bitte, bitte, bitte. Okay. Machen Sie eine typische Handbewegung. So. Also, Olivenöl. Ja. Und jetzt kommt rein. Stein. Bleib, nein. Ich muss immer um dich rum, aber das macht nichts. Okay, dann rein das Lammfleisch. Ah, das ist Lamm. Das ist Lamm. Geschnetzeltes. Ja. Von der Auch in Olivenöl. Olivenöl. Ohne Margarine, ohne Butter. Margarine benutze ich überhaupt nie. Ah. Und Butter nur für bestimmte Sachen. Zum Beispiel bestimmte Fischgerichte mache ich nur in Butter. Aha. Also ich benutze schon, aber... Ja. Auch andere Fleische. Aber das hier ist mit Olivenöl. Ich finde, zum Lamm braucht man ein kräftiges Olivenöl. So, jetzt muss ich mal da hinten... Das ist jetzt zu heiß. Das ist zu heiß. Das ist das Fertige, was wir gleich essen werden. So, also Lamm. Hast du gut aufgepasst? Ja, klar. Lamm Olivenöl. Anbraten. In Olivenöl. Lamm. Kleingeschnitten. Kleingeschnitten. Mhm. Da kommen dazu. Also. Gott, das kommt. Willen. Ganze. Noch ein bisschen. So. Da kommen ganze Schalotten. Salz. Danke. Wenn du mir die Pfeffermühle von irgendwo hast du sie. Ja. Hier. Wir haben selbe Gedanke habe ich gehabt. Bisschen Pfeffer drauf, darf ich dich bitten? So? Ja, noch ruhig zweimal, dreimal so. Ja, wunderbar. Okay. Und jetzt kommt Minze rein.
Ah, Mond. Riech mal, wie toll die riecht. Und in England macht man ja Lamm mit Minze, ja. Jelly und so. Und das ist hier eine Abwandlung. Also guck mal, wie das jetzt schon schön aussieht und duftet. Und jetzt kommt Kreuzkümmelsamen. Ah, Kümmel, ja. Ja, aber nicht der normale. Samen. Das ist ein anderer. Das ist dieser mexikanische, den man sehr viel für... Weißt du, wenn du so... fantastisch. Chili con carne. Ja, das, genau, ist, ja, ja, das wird ja, damit... Das ist Chili, fantastisch. So, und jetzt kommen zwei Knoblauchzehen rein, damit wir nachher entsprechend duften. Ich habe aber schon... Irgendwo hast du gesagt, was hast du gesagt? Kaffee? Ja, wir werden welche finden. Wir werden welche finden. So. Gottes Willen, wir werden schnicken, aber es ist toll. Es ist fantastisch, zum Lamm. Ah. Zum Lamm gehört einfach ein bisschen Knoblauch. Und es geht auch schnell, du. So, es ist ganz einfach. Jetzt kommt Wasser drauf. Habe ich irgendein... Nein, hör auf, nein. Kein... Hör mal. Kein Chili. Oh, hast du mir tatsächlich was... Ja, so das unverschämt. Ist ja, nein, das merkst du gar nicht. Bisschen Wasser? Nein, das ist ein großer Fehler. Was? Da würde ich schon eine Suppe reingeben. Ja, mache ich ja. Ah. Die kommt jetzt drauf. Ah, die kommt drauf jetzt. Das ist sicher. Ach so. Du kannst es natürlich auch... ihr habt das alles in Dosen? Ja, so fertig, ja, ja. Die kannst du, kannst natürlich irgendeine extra machen und so. Aber ich muss dir etwas sagen. Zu viel Arbeit. Nein, nicht nur. Bei so einem Gericht, das lebt so sehr von dem Fleisch, vom Knoblauch, von den Zwiebeln, von der Minze. Da ist der Unterschied nicht so groß. Wenn du jetzt eine tolle Brühe hättest, ja. Natürlich wird es besser. Aber es ist nicht so ein großer Unterschied. Es ist, du kannst das mit so einer fertig machen. Außerdem, die meisten Leute haben nicht die Zeit. Da hast du völlig recht. Was noch sehr schön ist, ist große Lorbeerblätter. Die sehen auch so toll aus. Die dürfen wir nie kochen. Weißt du, ja. Was? Sollen die kochen? Doch, doch, doch. Ach ja? Ja. Die dürfen kochen? Ja. Ah. So, und dann die letzte, also das Ganze 45 Minuten. Das heißt, ich stelle jetzt ein... das riecht doch herrlich. Sehr gut. Ja. Ich stelle ein 35 Minuten. Und, also wieder, und 10 Minuten, bevor es zu Ende ist, muss ich dann diese Zitronenfilets reingeben. So, und die sind sehr einfach zu machen. Die meisten Leute haben Angst, dass sie Zitronen nicht filet, wie man das macht. Das ist eigentlich sehr einfach. Ich schneide das ab. Na, Entschuldigung. Was? Was guckst du? Nein, auf Holz. Na, ich, ja, aber... Ich mache es ja jetzt nur zur Demonstration. Ich habe ja hier schon welche. Schau. Okay. Einfach so rein. Ja, und dann nimmst du Nerven raus und dann... Und dann so und dann... Die Samen. Ich habe verstanden. Das ist einfach ganz simpel. Ja, das finde ich toll. So, das muss man ein bisschen kleiner machen. Und den Deckel drauf. Dann nehmen wir einfach diesen. Ah. Denn hier ist jetzt das Fertige. Da sind schon die Zitronen drin, alles. Das ist schon das Fertige. Das können wir jetzt probieren. Das habe ich schon vorweg gemacht. Weißt du, weil wir haben jetzt keine 45 Minuten. Bio, Sie sind sehr clever. Ne? Na ja, also ein bisschen gescheit sind wir schon. Na. So ist das auch nicht. Na, das kann man nicht essen. So. Sind wir ein bisschen zickig, komm. Ne, die isst man ja auch nicht, die Lorbeerblätter. Eben. Weißt du was? Schneid das doch ein Stückchen Baguette, das wird sehr gut sein, weil man damit... Soll ich es gerade schneiden oder schief? Wie du willst. Wie in Frankreich, bisschen schief. Okay, schief. Passt gut, besser zu uns. Wir sind auch ein bisschen schief. Nein, das sieht größer aus. Ja, ja. Auf Französisch, ne? Ja, aber dazu trinken wir jetzt den... Haben Sie ein Körbchen? Ein Körbchen habe ich nicht, nein. Doch, da, dort. Doch. Ah, hier. Aus Leinen da. Ja, fein. Sie sind schick. Ganz fein. So, macht man so ja, zu. Ja, wunderbar. Ne? So, so.
Sehr schön. Nein, das habe ich dir mitgebracht, das ist Überraschung. Nee. Es kommt aus Sizilien. Ist das wahr? Ich habe deswegen, ich habe gedacht, ich habe gar kein Körbchen. Und auf einmal sehe ich das da. Ich war ganz überrascht. Ist das wirklich von dir? Danke. Dafür kriegst du jetzt auch einen ziemlich Glas Champagner. Ja, nein, dazu ja, jetzt. Wo ist mein Teller? Ach ja. Hier. Pass auf. Also, hier kommt noch ein Klacks Creme Fraiche drauf. Jetzt haben wir noch die Bruschetta. Ja. Wir werden fett werden, oder? Sag ich dir. Ein Teller. So. Das musst du machen. Hier. Ja. Ich mache nämlich jetzt den Wein. Ornellaia, das ist einer der feinsten. Ornellaia, ist der Bruder von Marchese Antinori. Der macht Antinori. Der heißt natürlich auch Antinori. Ich könnte von dem Berühmten auch sagen, er wäre auch der Bruder von Antinori. Gehen wir mal die Soße da rein. Ja. Da. Jetzt lass uns doch erst mal hier probieren. Die können wir anschließend gleich machen. Bruschetta. Lass uns erst mal, sonst wird das kalt. Aber es sieht schon mal sehr schön aus, wenn das hier steht. Bitte. Bitte schön. Darf ich dir erst mal mich bedanken für dein Kommen? Prost. Schön unten, ja. Kling. Schon was Feines, aber an den kommt man auch nicht so leicht. So. Was ist das? Das ist Creme Fraiche. Ah, Creme Fraiche. Das nimmt ein bisschen die Säure, aber man nein, braucht nein, ich will mehr. Genau das habe ich gesagt. Ich habe das auf so ein Stück Kreuzkümmel gegessen. Aber so Sachen muss immer dabei stehen und man kann sich auch setzen. Du kannst setzen? Ah, musst du dich setzen? Aber dann gibt es so ein Gefälle zwischen uns. Prost, mein Lieber. Vater.